So, für die Leute, die immer fragen, wie es dem Adi geht, den kann ich hier kurz eine aktuelle Aufnahme zeigen. Das ist der Adi. Jetzt habt ihr ihn geweckt. Fein habt das gemacht. Es ist auch das erste Mal, seitdem er zu Hause ist, dass er wieder in seinem Waschkorb liegt, was ich total toll finde. Ich muss jetzt aber zum Kühlschrank, denn ich habe mir was hier kalt gestellt. Dieses Grape Soda, das nehmen wir jetzt mit, wenn wir rausgehen und einen Cargo Run Raid machen. Adi Schatz, alles Gute. Guck doch mal das Knickohr und die komischen Hasenbeine da und wie er das Alpaka einfach niedertrampelt. Sieht das bequem aus? Schreibt's mal in die Kommentare. Die Atmung ist auf jeden Fall ruhig und entspannt. Er ist halt einfach nur schläfrig. Ihm geht's gut. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Raid. Habe mich jetzt dahingestellt. Das ist der englische Garten. Da vorne geht's irgendwo rein. Und was ich noch gar nicht entdeckt hatte, ich höre es aber gerade. Hier ist Wasser. Und hier bin ich noch nie hin. Hier plätschert das richtig raus. Hört ihr das? Hier fließt einfach so ein kleiner Bach mitten durch den englischen Garten, den ich bisher noch nie entdeckt habe. Darauf erstmal ein Grape Soda trinken, mal aufmachen. Oh. Denn dieses Video wird offiziell gesponsert von Grape Soda. Ist zwar nur ein Spaß, aber irgendwie schmeckt mir das in letzter Zeit so gut. Seit dem Geburtstag, seitdem der Thomas das was ist das? Und ich komme, wir nehmen das mit und dann haben wir das getrunken. Und seitdem hole ich mir das jetzt regelmäßig. Grape Soda. Außerdem ist es auch eine Blechbüchse, so wie Cargoron. Und darum geht es heute auch. Müssen wir hier hoch, stiefeln. Katagami ist eine Ultrabestie, die war in den Raids bis zum 8. Heute ist der 8. Heute kommt die nächste Ultrabestie in die Raids, und zwar Cargoron. Kann zwar nichts, glaube ich, aber um euch zu zeigen, wie man den raidet, wie man den fängt, was man so für Kondern nutzt, machen wir natürlich einen Community Raid. Ich habe mich rausgetraut. Jetzt, wo Adi wieder zu Hause ist, es ihm besser geht, habe ich auch wieder einen Kopf, mich um irgendwie das Pokémon-Zeug zu kümmern, als es Adi nicht. Es ist. Irgendwie hängt alles zusammen. Wenn es Adi nicht gut geht und man seinen Account hat, um sich abzulenken, okay. Wenn man den Account nicht hat und es Adi gut geht, dann keine Ahnung, was ich sagen will. Auf jeden Fall bin ich heute mit dem Samyang Bulldog Account einfach nur da, um euch den Community Raid zu zeigen. So, da hinter mir ist der Bahnhof. Da haben wir Hannes damals abgeholt und den Rest von der Steppe hier, die alle zum Geburtstag da waren. Wir laufen jetzt hier rein in den englischen Garten. Und gleich hier oben ist der Fischknabenbrunnen. Da hinten ist diese Michael Myers Statue, wo ich immer angefangen habe, C-Day zu zocken und man dann hier Route gelaufen ist. Wir müssen aber zum Fischknabenbrunnen. Ich glaube, da war sogar der letzte Community Raid. Wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwas war hier, wo ich auf der Straße gesessen habe. Und den kann ich euch jetzt auch noch mal zeigen. Fischknabenbrunnen, schön mit Wasser drin. Hier kommt noch Wasser raus, da kommt kein Wasser raus, ist schon wieder kaputt. Das ist der Knabe mit dem Fisch. Wer am Geburtstag da war, wer Freitag kam, der kennt das alles, der weiß das alles. Und das ist Grape Soda. So, ich bin jetzt hier angekommen am Raid, habe mich jetzt auf einer Bank niedergelassen, direkt neben der Arena. Ihr seht hier schon, das ist der Samyang Bulldog Account. Der ist blau, die Arena ist blau. Vielleicht kann ich mich sogar noch hier reinsetzen. Nee, da ist kein Platz mehr. Das ist der Fischknabenbrunnen. Da ist eine Ultrapforte drauf. Denn die Ultrabestien kommen aus der Ultrapforte. Anego ist die einzigste Ultrabestie, die es in Shiny gibt. Ich war immer auf der Suche nach dem 100er, habe jetzt ganz viele Lucky Trades gemacht gehabt. Jetzt ist Katagami auch nicht mehr da. Jetzt kommt Cargoron rein. Und was man gegen Cargoron nimmt, habe ich euch im Community-Tab gepostet. Cargoron in Raids der Stufe 5. Das Ding ist vom Typ Flug und Stahl. Wer sich fragt, wieso den Flug? Ja, das schwebt halt und hat so einen Düsenantrieb. Deswegen ist es Flug und Stahl. Was nehmt ihr? Schwächen sind Feuer und Elektro. Elektro gegen Flug, Feuer gegen Stahl. 17,72 ist der 100er Wert ohne Wetterbrust und mit Wetterbrust 22,16.
Wenn ich mir die Konda angucke, habe ich hier natürlich Rishiram, wir haben Zekrom, wir haben Voltolos, wir haben Heatran, wir haben Flampivian. Die hatte ich alle in 100% auf Level 50 gemaxt auf dem Main-Account. Jetzt habe ich gar nichts. Aber dass ich nichts habe, das seht ihr ja nicht, denn wir spielen ja jetzt kurz mit der Nudel. Voltrian wird auch aufgelistet, aber Voltrian als Elektroangreifer ist auch eine Ultra-Bestie. Und ja, wird so gut wie keiner haben. Ich habe hier die Liste gepostet, ihr solltet euch eintragen, wer mitmachen möchte. Dann habe ich die Leute geedit und es wird eingeladen. Jenaya, Pokerhunter, Patch, Mirzi, 0max6, Andy Project, NetGhost und Trainer Sir Ups. Mehr haben sich nicht eingetragen. Wir gehen jetzt auch direkt mal hier auf den Raid drauf. Damals war diese Klobürste immer regional, da konnte man gar nicht mitmachen, wenn man nicht irgendwo in der Gegend rumgerannt ist oder sich von seinen ausländischen Freunden hat einladen lassen. So, ich bin jetzt hier drin mit dem Habanero. Ich bin jetzt hier drin mit... Jetzt habe ich aber wieder zu viel geredet. Moment. Wir sind jetzt hier drin mit dem Samyang Bulldog-Account. Da kommst du komplett durcheinander bei dem ganzen Wirrwarr. Bladin Fiers ist auch drin. Grüße gehen raus an Sarina. Dürfen wir ja hoffentlich sagen. Wenn ich hier drüben gucke, mit was da gekämpft wird. Hundusta, 410 WP, Quax, 800 WP. Das ist ungefähr so das Team. Deswegen seht ihr nicht, was da drüben ist. Ihr seht, was hier ist auf dem Samyang Bulldog-Account. Das wirkt fürs Video ein bisschen spektakulärer. Ich habe jetzt nur 5 eingeladen. Jetzt kann ich den Rest einladen. Das heißt, ich muss nochmal hier drauf. Und jetzt NetGhost, Patch und Trainer Sir Ups mitnehmen. Dann frage ich mich, wieso habe ich das damals nicht immer so gemacht? Auf einem Handy alle einspeichern und mit einem Account alle einladen. Das macht man ja bei dem normalen Raid, mache ich das ja auch immer so. Wieso habe ich es beim Community immer aufgeteilt? 5 auf dem, 5 auf dem. Das war total umständlich. Ich musste immer hin und her switchen in der Liste, um es in dem anderen einzutragen. Anstatt auf dem einen gucke ich mir die Namen an, auf dem anderen schreibe ich mir die auf und dann habe ich die. Durch das Einladen geht auch jetzt viel einfacher. Dadurch, dass du ja in der Lobby bleiben kannst, du musst nicht nochmal raus und der Einladebutton wird dann eben wieder grün. Wir haben hier zweimal Magnezone dabei. Wir haben hier Glurak dabei. Wir haben hier Luxtra dabei, Skelabra dabei und Zekrom dabei. Magnezone Elektro, Zekrom Elektro, Skelabra Feuer, Glurak Feuer, Luxtra hat auch Elektroattacken. Zekrom weiß ich gar nicht, das ist auf 3800 gepusht, das hat er wohl mal in einem Lucky Trade bekommen. Wir sind 11 Leute, Grüße gehen auf jeden Fall raus an jeden, der dabei ist, an jeden, der mitmacht. Denkt dran, trinkt mehr Grape Soda. Jetzt machen wir mal den Raid, hauen wir hier drauf und ignoriert einfach die Tatsache, dass ich trotzdem mit 2 Handys hier sitze. Denn ich habe ja keinen Hauptaccount mehr. Und der Samyang Bulldog wird auf jeden Fall nicht der Hauptaccount werden. Das wäre zu einfach. Der hat schon so viele krasse, starke Hunderter auf 50 gepusht. Der hat schon so viele Legendäre gepusht. Der hat legendäre Hunderter auch. Der ist... Da kommst du wieder in Versuchung, normal weiterzumachen. Da denkst du wieder, okay, Raidbania jetzt immer bei Samyang Bulldog. Ihr ladet ein, den habt ihr in der Liste und ich cash weiter da rein. Ich hau weiter das Geld raus, ich mach 100er Hunts bei Legendären, 1000 Raids bis zum 100er. Nein, das wäre dem Hauptaccount natürlich nicht fair gegenüber, wenn er einfach ersetzt wird durch einen anderen und der das genauso weitermacht. Das ist nix, das dürfen wir nicht so machen. Den nehme ich jetzt nur gerade hier für den Raid, damit ihr ein bisschen was seht. 1737. Drücken wir uns mal durch hier. Freundschaftslevel steigen auch überall. Diamond Virus ist vor Ort gewesen und hat mitgemacht. Keine Ahnung, wer das ist und wo der ist und warum der überhaupt ist. Das lege ich hier zur Seite. 1745, okay, aber der interessiert euch nicht. Wir haben 1737. Wir haben so viele Bären, wir haben so viel Platz auch im Beutel. Das ist richtig angenehm, aber diesen Luxus darfst du nicht mehr genießen. Wir werden ihn jetzt versuchen hier einzutüten. Ihr seht, der Kreis ist auf jeden Fall riesengroß. Man muss sich nur mal ein bisschen dran gewöhnen. Oh, der Ball ist einfach weggefallen. Dass man ziemlich weit nach hinten werfen muss. Ihr braucht also wieder ein bisschen mehr Kraft. Schießt schön nach hinten mit viel Kraft, nicht zu kurz. Guckt immer, wann der angreift. Das ist, glaube ich, der Angriff, wenn er hier seinen Arm so komisch macht. Der greift auch relativ häufig an, deswegen, ihr müsstet jetzt nicht unbedingt auf den Angriff warten, wenn ihr viele Bälle habt.
dann haut halt einfach drauf, wenn der Kreis groß genug ist. Wenn ihr den noch gar nicht habt, dann wartet lieber ab. Also dann, so wie ich jetzt, ich werde zwangsgewartet, weil der Ball gerade einfach weg ist. Der Ball kommt auch nicht wieder. Das Spiel hängt. Da ist der Ball. Ich habe eine Beere gefüttert. Wenn ihr wenig Bälle habt, dann wartet am besten ab, bis der angreift. Und wenn der angreift, curvt ihr und werft in das Ende des Angriffs rein. Das klingt erstmal total bescheuert, damit er euren Ball nicht abwehrt. Also wenn ihr jetzt nur 8 Bälle hätte oder so, würde ich nicht einfach wahllos draufwerfen. Wir haben jetzt noch 15 Bälle. Und er macht nichts mehr. Deswegen ist er vom Typ Flug, weil er eine Klobürste ist, die fliegt gleich aus dem Fenster, wenn er nichts macht. Alter, was ist denn, Mann? 13:37, das erinnert mich an was. Das ist übrigens die Uhrzeit, die gerade oben angezeigt wird. Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. Das heißt, ich curve jetzt einfach wieder, weil das dauert mir zu lang. Ramses, der Ungeduldige, jetzt neu. 1, 2, kommt raus. Bewegt er sich jetzt wieder? Oder was ist? Was ist denn? Was hat er denn? Jetzt bewegt er sich wieder nicht. So, wir ziehen jetzt mal weiter durch. Wir müssen nämlich wieder nach hinten werfen. Ich glaube, ich werde wirklich nicht warten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass was nicht stimmt. Dadurch, dass... Oh, jetzt greift er an. Gut, er ist wieder aufgewacht. Das heißt, wir könnten jetzt den Ball mal kurz nicht berühren, auf den Angriff warten, damit der Kreis sich nicht verstellt und in den Angriff werfen, wenn er angreifen würde. Er hat halt, ich weiß nicht, er hat eine Augenbinde drum, das kleine Türkise oben, grünliche, das sind seine Augen an seinem dünnen Kopf. Er hat auf jeden Fall ein mega Special Design dran. Wer Regi Stil schon hässlich fand, der findet Kargoron bestimmt richtig genial. Und er greift wieder nicht an, ich gebe es auf. Ich werf einfach den Ball, weil er greift nicht an und ich habe wieder zu kurz geworfen. Ich muss weiter werfen. Das heißt, wir curven. Ich brauche hier die ganze Palette. Jetzt greift er an. Das ist mir jetzt auch egal. Jetzt greift er an. Aber es ist mir ja egal. Jetzt curve ich und schieße den Ball nach hinten. Das ist ihm egal. Der kommt nämlich wieder raus, oder? Ja, er ist wieder draußen. Das heißt, wir nehmen den nächsten Ball. Wir haben ja noch hier, wie viel haben wir denn noch? 11 Bälle haben wir noch. Jetzt greift er an. Ich curve, ich schieße und... Einfach fabelhaft. So müsst ihr werfen. Da bleibt er auch drin. Sau Marianne, guck dir das an. Auf jeden Fall trinkt mehr Grape Soda. Der wird mitgenommen. XL ist es sogar. Jetzt kann ich einen Showcase setzen, wenn es welche geben würde. Wir bewerten den mal. Der hat jetzt hier 13:13:12. Meiningen, Thüringen. Ob der gut ist, ich sag mal... Manche haben früher gesagt, für PvP kannst du den vielleicht nutzen. Ich glaube, Registil PvP ist auf jeden Fall interessant, aber Kargoron irgendwie nicht. So, habt ihr schon ein Kargoron registriert im Pokédex? Habt ihr schon ein gutes? Beim ersten Mal, als das Ding da war, haben manche im ersten Raid gleich einen 100er bekommen, wo sie jetzt XL sammeln könnten und könnten den hochziehen. Sowas hätte ich gemacht. Wenn ich einen 100er habe, hätte ich so lange geradet, bis die XL voll sind. Aber die Zeiten sind vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.